Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt gerade dir Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Tja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaub, ich gehöre nur mir ganz allein. Sprechen die Männer von Treue, lächle ich nur vor mich hin. Liebe ist ewig das Neue, Treue hat gar keinen Sinn. Heute schon ist mir entschwunden, was ich noch gestern besaß. Liebe macht selige Stunden, Treue macht gar keinen Spaß. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Tja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaub, ich gehöre nur mir ganz allein. Wenn das Gegenüber dieses Spiel mitspielt, dann kann man damit vielleicht eine ganze Weile durchkommen. Es muss sich bei einer höheren Quote beim Partnerwechsel ja auch nicht immer um einen Seitensprung handeln. Was ja voraussetzt, man hat eine ständige Beziehung, aus der man von Zeit zu Zeit erotisch ausspricht. Manche Menschen brauchen einfach ein bisschen mehr Abwechslung. Wenn das allgemein akzeptierte Maß sprengt, bezeichnen wir die Frauen als Nymphomaninnen. Ja, beim Mann gibt es eigentlich keine allgemein gültige Norm. Ja, wie auch immer, eine diesbezügliche Veranlagung ist natürlich bei einem Seitensprung zuträglich. Aber manche von uns machen ja auch einen gewissen Reifungsprozess durch und geben ihrem Partner dann immerhin nach Jahren des Erfahrensammelns doch ein wenig Hoffnung. Die Gesellschaft redet zwischen Lunch und Dinner, nachmittags beim 5 o'clock, von Madame X und Madame U. Am besten ist's, man hört den Leuten gar nicht zu. Die hat ihren Mann betrogen, die ist dem Chauffeur gewogen und man urteilt ganz en bloc. Mit Mr. X ist sie intim. Er hat mit ihr etwas und sie hat was mit ihm. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben? Ist sie hübsch, wird man sagen, na die muss doch eins haben, na die muss doch eins haben, es wäre zu dumm. Tja, und wenn man schon so redet und sie hat keins, na, da ist es doch viel besser gleich, sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös. Und so
beginnt die ganze Chronik skandalös. Kennen Sie Frau Y, die große, schlanke Blonde? Wissen Sie, was man da sagt? Die hat einen Mann, sie hat einen Freund und einen Onkel, der es sehr mit ihr meint. Dann hat sie einen Löwenjäger und auch einen Jazzbandneger, Donnerwetter, der Konsum. Man sagt ihr nach, man tratscht herum. Die ist ja außerdem ein bisschen andersrum. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben? Ist sie hübsch, wird man sagen, na die muss doch eins haben, na die muss doch eins haben, es wäre zu dumm. Tja, und wenn man schon so redet und sie hat keins, na da ist es doch viel besser gleich, sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös. Und so beginnt die ganze Chronik.